Heute machen wir Früchtebrot oder Zelten. Wenn man bei uns sagt, da sind die Zutaten dafür. Wir nehmen also Feigen her, Sultaninen, wir haben Dörrpflaumen, Birnen haben wir und auch Nüsse. Das wird dann alles miteinander gemischt mit einem Früchtebrotgewürz. Und auch Honig ist bei uns dabei. Und fertig gemischt schaut das dann so aus. Da haben wir jetzt ein paar fertige Früchtebrot wecken. Schauen wir, dass wir die Maschine viereckert haben. Und mit unserem Ladertag werden wir diese da dann einschlagen. Der Ladertag ist wichtig, dass es ganz dünn ausgerollt wird. Damit es nicht zu dicht ist, um das Früchtebrot rum. Zeit ist bei unserem Früchtebrot ungefähr 35 Minuten, ungefähr 220 Grad fallend auf 180, 190 Grad. Und so schaut es dann fertig aus.